Im heutigen Video möchte ich mal auf ein paar Fragen eingehen, die uns in Verbindung mit Riester und ETFs zugekommen sind, und zwar im Spezifischen mit dem ETF-Anbieter Fair. Viel Spaß bei diesem Video. Hi, mein Name ist Thomas von Finanzfluss und im heutigen Video möchte ich mal über das Thema Riester-Rente und ETFs sprechen und besonders Bezug nehmen auf das, was sich bei Fair Riester zugetragen hat. Vielleicht haben ja einige von euch unser Video zum Thema Riester gesehen. Dort haben wir ja auch gesagt, dass Fair ein guter Anbieter ist, weil man hier einen besonders hohen Teil seiner Riester-Investitionen bzw. das, was man in den Riester-Vertrag einspart, in ETFs investieren kann. Fair bzw. die im Hintergrund arbeitende Sutor Bank haben extra ein System entwickelt, wo junge Menschen einen besonders hohen Teil, laut eigenen Angaben bis zu 100%, in Aktien-ETFs investieren können. Und dieser Teil wird dann sukzessive reduziert bis zum Renteneintrittsalter. Vielleicht nochmal hier, um etwas mehr Kontext zu geben, nochmal die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Riester-Rente. Die Riester-Rente ist ja ein staatlich gefördertes Altersvorsorgeprodukt. Man schließt einen privaten Altersvorsorgevertrag ab, zahlt dort einen gewissen Prozentsatz von seinem zu versteuernden Einkommen und bekommt dann vom Staat eine gewisse Förderung. Diese Förderung ist pro Person und wenn man Kinder hat, dann bekommt man noch eine zusätzliche Förderung. Außerdem kann es bei Gutverdienern sein, dass noch ein steuerlicher Vorteil hinzukommt. Wenn ihr mehr zur Riester-Rente wissen wollt, schaut euch gerne unser Riester-Video an, das findet ihr hier oben. Was jetzt besonders wichtig in diesem Kontext zu wissen ist, ist, dass der Staat fordert, dass die eingezahlten Beiträge in diesen Riester-Vertrag plus die staatlichen Zulagen zu 100% vom entsprechenden Anbieter garantiert werden. Das bedeutet, zum Renteneintrittsalter muss die Summe aller eingezahlten Beiträge abzüglich Kosten und die Summe aller vom Staat erhaltenen Förderungen mindestens an den Kunden ausbezahlt werden. Das nennt man eine sogenannte Beitragsgarantie. Jetzt wisst ihr ja, wie das mit Aktien ist. Aktien haben ja eine besonders hohe Schwankung und können zwischenzeitlich in einem gewissen Anlagezeitraum auch mal negativ rentieren. Das bedeutet, dass das Depot weniger wert ist als das, was man insgesamt eingezahlt hat. Auf der anderen Seite gibt es aber relativ wenige Alternativen zu Aktieninvestments, wenn man besonders langfristig investieren möchte und sich hier ein solides Kapital aufbauen möchte. Ihr wisst ja selbst, dass es auf dem Tagesgeldkonto oder auf anderen Sichteinlagen, also Geldinvestitionen auf der Bank, so gut wie keine Zinsen mehr gibt, teilweise bei einigen Banken sogar Negativzinsen. In der Schweiz ist es sogar schon fast flächendeckend negativ. Wer also jetzt einen Riester-Vertrag abschließt, steht vor einem relativ großen Dilemma. Auf der einen Seite möchte er vermutlich in Aktien investieren, um interessante Renditen zu erzielen. Auf der anderen Seite muss der entsprechende Anbieter aber eine Beitragsgarantie stellen. Das heißt, er muss sicherstellen, dass zum Ablauf des Vertrags mindestens alle Beiträge abzüglich Kosten plus die staatlichen Förderungen garantiert sind. Und genau an dieser Stelle ist der Anbieter Fair bzw. die dahinterliegende Sutor Bank in die Knie gezwungen worden. Sie haben nämlich im Rahmen des Corona-Crash zu einem relativ ungünstigen Zeitpunkt, nämlich gerade als sich die Aktienmärkte im Keller befunden haben, alle Aktien verkauft und sind voll umgestiegen auf sichere Geldanlagen. Das hat bei Investoren, die ihr Riester-Geld bei Fair angelegt haben, also dort ihren Riester-Vertrag abgeschlossen haben, für ziemlich viel Verärgerung gesorgt. Denn wenn man zunächst einmal im Tiefpunkt verkauft, ist das ein realisierter Verlust. Warum ist es jetzt dazu gekommen? Naja, Banken sind zunächst einmal verpflichtet, ein sogenanntes Risikomanagement zu betreiben. Und wenn die Kennzahlen zu rot werden, das bedeutet, wenn ein zu großes Risiko besteht, müssen sie dieses Risiko loswerden. Dieses Risiko hat auch reell bestanden. Denn wie ich eben gesagt habe, besteht bei Riester-Verträgen eine Beitragsgarantie. Auf der anderen Seite sind aber die gesamten Investitionen, also das Geld, was zusammengespart wurde, durch die Corona-Krise in den Keller gerutscht. Und dieses Delta, also der Unterschied zwischen dem, was es aktuell wert ist, und dem, was zu Renteneintritt an die Kunden ausbezahlt werden muss, ist zu groß geworden und um sich abzusichern, hat dann die Sutor Bank alle Aktien verkauft. Dieses ungünstige Verhalten von Anbietern, also einen Aktienteil genau dann zu verkaufen, wenn die Aktienkurse niedrig sind, ist übrigens nichts Neues und ist bereits in der letzten Finanzkrise 2008, 2009 passiert. Die Union Investment, also die Investmentgesellschaften der Volks- und Raiffeisenbanken, sowie die DWS, der Asset Manager der Deutschen Bank, haben ebenfalls oder bieten auch heute noch Riester-Verträge an.
Hier kann rein investiert werden und ein gewisser Teil wird davon in Aktien investiert. In der Finanzkrise 2008, 2009 ist dasselbe passiert wie jetzt bei der Sutor Bank oder bei Fair. Es wurden nämlich Aktien zu Niedrigstkursen verkauft. Das ist besonders bei langlaufenden Verträgen problematisch und zerstört die gesamte Rendite, so dass diejenigen, die hier rein investiert haben, vermutlich mit einer um die Null-Rendite rechnen können, wenn sie denn in Rente gehen. Ich möchte an dieser Stelle aber jetzt überhaupt gar keine Schuldzuweisung irgendwie aussprechen und sagen, der Anbieter hat das schlecht gemanagt oder so. Ich finde, es hat auch was mit der Strukturierung von der Riester-Rente zu tun, denn diese Beitragsgarantie, die im Grunde ja gut gemeint ist, ja, weil der Staat einfach nur nicht möchte, dass wir mit seinen Zulagen zocken oder mit unserem eigenen Geld zocken, auf der anderen Seite aber kontraproduktiv wirken kann, gerade wenn man in Aktien investiert. Stellen sich aber jetzt die Fragen, wie sieht es mit Riester im Allgemeinen aus? Lohnt es sich, sowas überhaupt noch abzuschließen? Und wie soll ich jetzt umgehen, wenn ich in einen solchen Riester-Vertrag investiert habe, der teilweise in Aktien investiert, wie es zum Beispiel bei Fair Riester der Fall ist? Kommen wir zur ersten Frage, lohnt sich Riester-Rente überhaupt noch? Das haben wir versucht in unserem Video zur Riester-Rente zu beantworten und lässt sich eigentlich nur sehr, sehr schwierig beantworten. Die Problematik besteht in der sogenannten Beitragsgarantie, die zunächst einmal gut gemeint ist, auf der anderen Seite uns aber extrem einschränkt in dem Anlageuniversum, was wir haben. Es kann durchaus sinnvoller sein, das Geld, was man für eine Riester-Rente anspart, in einen ganz normalen ETF-Sparplan laufen zu lassen, der zwar keine staatlichen Förderungen erhält, aber bei dem man langfristig mit erhöhten Renditen rechnen kann. Anders sieht es zum Beispiel aus, wenn man ein alleinerziehendes Elternteil ist mit mehreren Kindern und ein relativ geringes Einkommen hat. In diesem Fall sind die Zulagen besonders hoch und der Mindesteinzahlbetrag, um diese Zulagen zu bekommen, verhältnismäßig niedrig. Von daher lässt es sich leider nicht pauschal beantworten, ob Riester sinnvoll ist oder nicht. Wie soll ich denn jetzt vorgehen, wenn ich jetzt einen Fair-Riester-Vertrag abgeschlossen habe und hier meine ganzen Aktien bzw. Aktien-ETFs zum ungünstigsten Zeitpunkt überhaupt verkauft wurden? Was du jetzt auf jeden Fall nicht tun solltest, ist deinen Vertrag zu kündigen, weil diese Beitragsgarantie immer nur zu Renteneintritt gilt. Das bedeutet, wenn du jetzt deinen Vertrag kündigst, der vermutlich derzeit negativ rentiert, also wo Verluste drin sind, dann würdest du diese Verluste realisieren und weniger ausbezahlt bekommen als deine Beiträge und die staatlichen Zulagen würden zurück an den Staat überwiesen werden. Aus diesem Grund macht es deutlich mehr Sinn, seinen Riester-Vertrag jetzt beitragsfrei zu stellen. Das bedeutet einfach nicht mehr weiter einzuzahlen, aber das Kapital, was drin ist, genau so stehen zu lassen und bis zum Rentenalter zu warten, denn zu diesem Zeitpunkt ist es ja gesetzlich vorgeschrieben, dass ihr eure Beiträge plus die staatlichen Zulagen ausbezahlt bekommt. In diesem Fall muss also euer Riester-Anbieter schauen, wie ihr dieses Loch gestopft bekommt. Ich hoffe, dieses Video war hilfreich für euch gewesen. Gebt uns doch gerne einen Daumen hoch, falls ja, und schreibt uns gerne eure Fragen und Kommentare unten in die Kommentarfunktion. Ich kann mir gut vorstellen, dass es hier noch einige Fragen gibt, da das Thema Riester, wie fast alle staatlich geförderten Finanzprodukte, relativ komplex ist. Ansonsten, wenn du das erste Mal auf unserem Kanal bist, würde ich mich freuen, wenn du uns abonnieren würdest. Wir produzieren regelmäßig neue Videos und Tutorials zu den Themen Geldanlage, Anlagestrategie und Finanzprodukte, um dir die Welt der Finanzen verständlicher zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.